Gottes Segen, guten Morgen, schön, dass ihr da seid, schön, schön. Am frühen Morgen, die Sonne scheint, Halleluja. unsere Gedanken, unsere Logik, unsere Gefühle können immer irgendwie stark von dem abweichen, was Gottes Pläne sind oder seine Zusagen sind. Und da möchte ich mit uns lesen, erst den Lukas 9, Vers 54. Ihr braucht es nicht aufschlagen, sondern da lesen wir von den Donnersöhnen und da heißt es: Als aber seine Jünger Jakobus und Johannes das sahen, sagten sie: Herr, willst du, dass wir sprechen, dass Feuer vom Himmel herabfallen und sie verzehren soll, wie es auch Elia getan hat? Und sie kannten das Wort und oder Teile vom Wort, aber der Buchstabe, der tötet oft, ja, aber das Wort Gottes soll eigentlich, der Geist macht lebendig, genau. Und Jesus weist sie dann auch ordentlich zurecht. Und die Frage, die ich euch heute stelle, ist, wie wollen wir eigentlich unterscheiden von all dem, was in unserem Kopf vorgeht, welche von diesen Gedanken von Gott sind, was Gottes Wille ist, was aus uns ist, was aus unserem Fleisch ist, was vielleicht vom Feind auch kommt. Und wie soll ich das unterscheiden? Was soll ich denn glauben? Und wenn ich keine enge Gemeinschaft mit Gott habe, wenn ich nicht wirklich sein Wort auch lese. Und den Vers schlagt er bitte mit mir auf, das ist Hebräer 11,1. Ich denke, die meisten kennen ihn und ich vermute, dass dieses Jahr schon öfters über Hebräer 11,1 gepredigt wurde. Hebräer 11,1, dort heißt es: Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, ein Überzeugtsein von Tatsachen, die man nicht sieht. Und jetzt wieder diese Frage: Wie soll man von Dingen überzeugt sein, die man nicht sieht? Ja? Weswegen sollte ich an Tatsachen glauben, die ich gar nicht sehe? Und wie sollte ich überhaupt auf die Idee kommen, an Dinge zu glauben, die ich gar nicht sehe? Und darum soll es heute gehen. Wie können wir an was glauben, was wir nicht kennen, was wir nicht wissen? So brauchen wir das Wort Gottes, wir brauchen die enge Gemeinschaft mit dem Vater. In der Elberfelder Übersetzung von 1905 heißt dieser gleiche Satz: Der Glaube aber ist die Verwirklichung dessen, was man hofft. Ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Der Glaube ist aber eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Und welche von den Dingen, die ich hoffe oder die ich hoffen kann, werden sich denn verwirklichen? Und auf welche kann ich oder soll ich denn eine feste Zuversicht haben? Ja, das ist die Frage. Und gibt es eine Grundlage für mein Hoffen? Und dieser Vers im Hebräer, gerade dieser mit dieser Verwirklichung dessen, was man hofft, ich war da sehr dran gehangen und ich habe mich an dem Wort Glauben festgebissen, ja. Also ich habe mich angestrengt zu glauben und ich wollte unbedingt, dass die Dinge, die ich glaube, sich auch verwirklichen, weil so habe ich den Satz verstanden, ohne zu merken, dass da ja noch quasi so ein zweiter Teil von dem Satz ist, wo es dann heißt, auf das, was man hofft. Der Glaube aber ist die Verwirklichung dessen, was man hofft. Und ohne die Gemeinschaft mit Gott, ohne das Wort Gottes selber, versuche ich auf Dinge zu hoffen, wo ich gar nicht weiß, ob eine göttliche Wahrheit dahinter steckt. Und das hat mich irgendwie so wie so ein Donner getroffen. Und ich habe vor kurzem in einem Gespräch, da habe ich selbst so ein eigentlich blödes Beispiel gebracht. Und ich habe gesagt, stell dir vor, du bist ein Frosch. Oder stell dir vor, du hoffst, ein Frosch zu sein. Oder du glaubst sogar schon, ein Frosch zu sein. Und aber da ist überhaupt keine dahinterliegende Wahrheit. Ja, da ist einfach nichts, was irgendwie eine Verheißung hätte, was von irgendjemand dir zugesprochen wäre, dass es tatsächlich auch so sein könnte. Das hat überhaupt keine Substanz. Und vieles von dem, was wir so hoffen, hat vielleicht überhaupt gar keine Substanz. Und dann geht es ja in Hebräer weiter, dass dort steht: Wir hoffen auf Dinge, die wir nicht sehen. Und wir brauchen hier irgendwie eine Basis für das, was wir hoffen. Und deswegen brauchen wir diese Gemeinschaft mit Gott. Und deswegen brauchen wir auch das Wort Gottes, wo wir es nachlesen können. Und wenn du bereits ein Kind Gottes bist, also dein altes Leben in den Tod gegeben hast, das Jesus gegeben hast und das neue Leben von Jesus empfangen hast, dann bist du tatsächlich eine neue Schöpfung. Dann bist du tatsächlich eine neue Kreatur. Unabhängig von dem, ob du das gerade fühlst oder nicht, das ist tatsächlich eine neue Realität. Die hat dir Gott selber zugesprochen. Du kannst sie jeden Tag nachlesen, du kannst sie schwarz auf weiß haben, du kannst sie inzwischen mit beleuchtetem Hintergrund in verschiedenen Farben haben. Aber es ist die Wahrheit,
Gott hat gesagt, wenn du dein altes Leben in den Tod gibst und von mir neues Leben empfängst, dann hast du ewiges Leben und bist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Und das sollten wir fest glauben. Ja? Da ist diese göttliche Wahrheit dahinter, da ist diese Verheißung dahinter, da ist eine Realität dahinter. Und diese falsche Hoffnung, ein Frosch zu sein, wird dich nicht in einen Frosch verwandeln. Du wirst, wenn du als Kind Gottes sowas glauben würdest oder hoffen würdest, du würdest vielleicht quaken, anstatt zu beten, ja? Aber es würde an deiner eigentlichen Realität nichts verändern. Das heißt, du wirst nicht zum Frosch. Aber es macht dich absolut ungefährlich für die Hölle. Also wenn du irgendwas würdest glaubst, dann bist du einfach wertlos nicht. Du hast den gleichen Wert, du bist erkauft, ja? Also der Wert ist der gleiche, aber du lebst quasi am Ziel vorbei, du lebst nicht in der echten Realität und bildest dir letztendlich was ein und man wird dich dann eher in eine Klapsmühle stecken, als dass man sagt, okay, so wie der will ich auch sein und das mit Jesus muss wohl wahr sein und ich nehme Jesus als Herrn und Heiland an. Das wird wahrscheinlich eher nicht passieren. Und die Frage ist, was von dem allem, was in mir so vorgeht, was ich fühle, was ich höre, was von dem soll ich glauben? Soll ich meinen Gefühlen eher glauben oder eher das, was die Menschen zu mir sagen? Soll ich glauben an das, was irgendwo in Fernost gesagt wird oder was im Internet ist, was in der Zeitung ist, was in meiner Lieblings-App steht? Oder, ich hab's, ja, ich weiß es jetzt endlich, ich muss glauben, das, was ich vernünftig überlegt habe, genau, vielleicht so nach einer kurzen Diskussion, nach einer vernünftigen Diskussion, wie damals Eva im Garten Eden, ja, so eine Diskussion. Wie will ich an Gott glauben und wie will ich ihm glauben und gehorchen, wenn ich nicht sein Wort lese oder seine Stimme höre, wenn ich nicht fest in ihm gegründet bin? Was hoffe ich dann eigentlich und was glaube ich? Und was von dem allen, was ich dann glaube oder hoffe, wird sich bewahrheiten? Und warum ist es oft so, dass ich das, was andere sagen, Mama, Papa, Geschwister, wer auch immer, was völlig entgegen dem Wort Gottes ist, warum glaube ich oft dem mehr als das, was Gott uns verheißen hat, was Gott in seinem Wort uns sagt? Ja? Ist es, weil sie es oft genug gesagt haben oder weil sie es laut genug gesagt haben oder bedrohlich genug? Und nur die Wahrheit wird uns freimachen. Ja? Das Wort Gottes sagt es und das Wort Gottes ist die Wahrheit. Die Wahrheit wird uns freimachen. Also wenn wir die Wahrheit glauben, wenn wir das, was Gott über uns sagt, glauben, dann werden wir frei sein. Es ist nicht der Dienst, der uns freimacht, es ist nicht der Diener oder der hier predigt, der euch freimacht, sondern es ist die Wahrheit, die im Wort Gottes steht, die euch freimacht. Und wenn ich dir zusage, dass du geliebt bist von Gott, dann ist es eine Wahrheit Gottes und diese Wahrheit Gottes, die kann dich radikal verändern. Das kann ich ganz leise sagen, aber wenn ihr erkennt, dass es die Wahrheit Gottes ist, dann wird es euch gewaltig verändern. Dann wird alles in eurem Leben anders sein, egal ob ihr es nur einmal gehört habt oder oft gehört habt. Ihr wisst, es ist die Wahrheit und die Wahrheit hat Substanz. Da kommt dann diese Hoffnung und der Glaube und die Wahrheit zusammen. Und wenn die drei zusammenkommen, dann passiert was in eurem Leben. Und das ist eigentlich das Schöne an Gott. Da ist wirklich Macht hinter den Worten. Und oft geht die Wahrheit im Rauschen der Lügen unter. Ja, das kennen wir alle. Die Welt rauscht sehr. Also wir hören viele Sachen. Aber es gibt die absolute Wahrheit von Gott, dass du geliebt bist und dass du sein Kind sein darfst und dass er ja, dich immer lieben wird. Und oft ist es so, also mir ging es auf jeden Fall oft so, dass wir irgendwas vage glauben, ja, und wir wollen, dass das wahr ist, aber tief in unserem Herzen sind wir gar nicht überzeugt davon. Und dann sagen wir nach außen hin das Richtige, wir beten und wir hoffen, aber es ist irgendwie noch nicht so mit diesem Wissen, mit diesem Überzeugtsein verbunden. Und das ist eigentlich das Spannende an diesem Vers im Hebräer, dass dieses Überzeugtsein manchmal fehlt. Und oft ist es dann so gewesen, dass, wenn ich gebetet habe, vielleicht gar nichts passiert ist. Vielleicht ist viel passiert im Hintergrund und Gott arbeitet an mir, bestimmt. Aber so offensichtlich, was wir immer erwarten, wir beten und dann passiert was. Und ich hatte so ein ganz lustiges Beispiel, weil Gott ist gnädig, ne? Gott ist sehr gnädig. Ich hatte einmal in einer Seelsorgesituation, habe ich für einen gebetet, ist das Bein nachgewachsen und dann ist das natürlich also wow, gut und schön. Und dann kam später, weiß nicht, das war ein paar Wochen später, kam ein Bruder auf mich zu und meinte, ja, sein eines Beines kürzer. Und ich weiß gar nicht, wie er auf mich kommt, ist auch wurscht, geht auch gar nicht um mich. Auf jeden Fall war ich total, oh weh.
ich wusste, dass ich das ja schon gesehen habe. Ne? Nicht nur bei anderen, sondern auch, wenn ich selber bete. Und das Lustige war, dass ich dann jemand anders gesucht habe, der mit mir betet, damit ich Gebetsverstärkung habe und all das und solch und was. Und ich war so aufgeregt und habe mir gedacht, oh Herr, hoffentlich klappt das. Nach außen habe ich das alles nicht gezeigt, nur innen ist das alles abgelaufen. Und dann habe ich Luft geholt, habe dem netten Mann nochmal gesagt, also das, was ich jetzt mache, ne, ist hier, ich bete für dich und das Bein wird nachwachsen. Und habe quasi das gesagt und ich habe Luft geholt, wollte es beten und das Bein ist nachgewachsen. Also er war da schon so gesessen und ich musste so lachen, weil Gott so gnädig mit mir war. Er war einfach gnädig. Das heißt, wenn sich die Hoffnung mit Glauben nicht immer verbindet oder wir auch manchmal zweifeln, obwohl wir nichts, er hätte ja nicht zweifeln brauchen, ich habe es ja gesehen. Aber Gott ist so gnädig und das ist so, also für mich war es echt ein Lehrbeispiel. Aber wie wichtig ist das Wort Gottes? Wir müssen wissen, dass er will, dass wir heil werden, dass er will, dass wir errettet sind, dass er will oder dass er schon alles getan hat, dass wir diese Errettung haben, dass wir diese Heilung haben können. Genau. Und wir sind oft froh, wenn sich das bewahrheiten würde, was wir im Wort Gottes lesen. Ja, also wir lesen irgendwas und dann denken wir, oh ja, wenn ich das bete, dann wird es stattfinden. Aber Gott will, dass wir im Geist und in der Wahrheit noch weit darüber hinausgehen. Ja? Also er will uns Dinge offenbaren, die über das hinausgehen, was wir in der Bibel lesen. Wo Jesus seine 12 Jünger berufen hat, ist er ja auch nicht vorher ins Wort und hat dann nachgelesen, ja, wo stehen denn die 12 Namen, wen soll ich denn berufen? Sondern er hatte Gemeinschaft mit dem Vater, er war... Ich glaube, auf dem Berg war er vorher und hat dort gebetet und hat die Gemeinschaft mit Gott gesucht und Gott hat ihm gesagt, wen er berufen soll. Er wusste am nächsten Morgen, wer sind die, die ich berufen werde. Und das ist so schön. Er hat auch nicht, wenn er Blinde geheilt hat, das ist immer mein Paradebeispiel, er hat jedes Mal anders geheilt, weil er nicht eine Methode angewandt hat, sondern er war im Gebet mit dem Vater und er wusste in dem Moment, er war überzeugt, das ist jetzt dran. Er wusste, was dran ist. Und weil es ist lustig, dass wir es oft anders machen oder sogar meistens möchte ich behaupten, oder wenn wir neu im Glauben sind, dass viele von uns so angefangen haben, dass wir versuchen, eins zu eins das umzusetzen, was im Wort Gottes steht. Ja? Wir lesen dieses und jenes und dann nehmen wir es als Anleitung und versuchen, es so umzusetzen, anstatt dass wir Gott suchen und die Gemeinschaft suchen und es so machen wie Jesus, uns zurückziehen, mit dem Vater reden, diese Gemeinschaft haben und dann genau wissen, was kommt. Und erst dann sind wir ja eigentlich in der Lage, Dinge zu tun, die gar nicht im Wort Gottes drinstehen. Ja, dann wissen wir Gottes Charakter, wir wissen Gottes Eigenschaften, wir haben von Gott ein Wort, wir wissen, oh, heute kommt vielleicht was Spannendes. Oder wir wissen einfach nur, er liebt mich. Das ist ja auch oft für uns schon ganz wichtig zu wissen. Ja, er liebt mich, auch wenn ich gerade vielleicht was falsch gemacht habe. Und können dann mit Zuversicht auch Dinge beten. Und dieses, wenn wir Größeres tun wollen, dann hilft uns einfach eine 1-zu-1-Überleitung nichts, sondern wir müssen diese Gemeinschaft mit Gott haben und wir müssen diese Intimität auch mit Gott haben. Und ich denke, dass wir diese göttlichen Prinzipien verstehen sollen, wenn wir die Bibel lesen. Ja, wir sollten erkennen, dass unsere Herzenshaltung verändert werden soll, dass wir irgendwann vielleicht aus dieser Selbstbezogenheit, in der wir oft leben, leider noch leben, die der Liebe völlig konträr ist, also entgegen ist, dass wir vielleicht in diese Selbstlosigkeit kommen und in der Fülle des Heiligen Geistes wirklich Gott gehorchen können, weil wir auch seine Stimme dann hören. Und die Bibel, die gibt uns 1000 Beispiele. Und wie gesagt, wir versuchen immer aus diesen Beispielen irgendein Rezept zu machen. Aber Gott ist unser Herr, unser Arzt. Und wir sind alle so verschieden. Und er stellt für jeden ein anderes Rezept aus. Das heißt, das, was beim einen funktioniert hat, ja, das funktioniert beim anderen vielleicht überhaupt nicht. Das war sogar bei meinen Kindern so. Das eine Kind, das war gepuckt und dann ist es ruhig geworden und das zweite Kind, das wir hatten, haben wir gedacht, oh, wir tun ihm was Gutes. Ich glaube, also gefühlt waren es 10 Minuten, dass die Marika, die hat sich so aufgearbeitet, weil sie es nicht leiden konnte. Sie ist einfach so anders als die anderen 3, die wir noch haben. Ja, jeder ist anders. Du bist anders als ich bin und jeder reagiert. Aber Gott ist unser Herr. Gott ist unser Arzt. Gott weiß, was wir brauchen. Und deswegen ist die
Methode ist das falsche Wort, aber dass wir mit uns umgeht, ist immer anders. Es wird immer anders sein. Und deswegen brauchen wir die Offenbarung von Gott, dass wenn ich mit jemandem rede, dass ich ihm nicht sage, so, so und so, und dann machst du es so, und dann ist es alles richtig, und dann wird schon, sondern ich brauche von Gott spezifisch was für diesen Menschen. Ich brauche eine Erkenntnis. Ich kann ihm einen Tipp geben, ich kann ihm ein Beispiel geben, ich kann ihm sagen, er ist geliebt. Ich kann ihm das, was Tatsache ist, dass er ein geliebter Sohn, eine geliebte Tochter Gottes ist, das kann ich ihm immer sagen, weil das ist nie falsch. Aber das Spezifische, das weiß ich nur aus dem Gebet oder aus der Gemeinschaft mit Gott. Und wir schauen oft auf die Schöpfung, als auf den Schöpfer. Und das hat auch der Paulus im Römer schon festgeschrieben. Er hat im Römer 1,25 hat er gesagt, sie, welche die Wahrheit Gottes in die Lüge verwandeln und dem Geschöpf Verehrung und Dienst dargebracht haben, statt dem Schöpfer, der gepriesen ist in alle Ewigkeit. Und das ist oft so unsere Grundtendenz, dass wir dem, was geschaffen ist, das, was wir sehen, dass wir dem mehr Aufmerksamkeit geben und uns mehr davon beeinflussen lassen, als von dem, der alles geschaffen hat, den wir nicht sehen. Aber Gott will unser Vertrauen in ihn selbst. Und wenn dann Wind kommt, wenn dann Regen kommt, ja, dann sollte es uns nicht mehr den Boden unter den Füßen wegziehen, dann sollte unser Haus nicht einstürzen, weil das Glaubenshaus, das wir gebaut haben, auf Hoffnungen beruht, die Substanz haben, ja, auf Dingen beruht, die ein Fundament haben. Jesus ist unser Fundament, aber auch das, was wir bauen, soll ja auf Gottes Werkstoffen bestehen, sage ich jetzt mal so. Und wir brauchen auch keine Angst haben, ja? Wir brauchen keine Angst vor Gott haben. Gott, der uns erlöst hat, als wir noch seine Feinde waren, wird uns auch jetzt, wo wir ihm gehören, immer noch lieben und immer noch mit uns vorangehen, ja? Er hat seine Meinung nicht geändert. Und das lesen wir auch in Römer 5, Vers 10, dort heißt's: Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben? Ja? Also wenn wir diese Angst mal ablegen könnten, dass ich ständig was falsch machen könnte, und dann ist Gott traurig mit mir und verwirft mich vielleicht, wenn wir das ablegen können, dann geht es einem so viel besser, weil man dann endlich Zugang zu diesem Vater hat, der uns liebt. Weil sonst will man ihm irgendwie, weiß ich nicht, wie so ein Sklavenhändler dienen und bloß nichts falsch machen, damit er mich noch liebt. Und das sollten wir ernst nehmen, ja? Und ja, da gibt es jetzt noch vieles zu sagen, aber ich schaue mal auf die Uhr. Was ich euch mitgeben möchte, ist wirklich, wir hoffen auf Dinge, die wir nicht sehen. Und wenn wir sie nicht sehen, dann müssen wir sie offenbart bekommen, damit es echte Tatsachen sind, damit es echte Dinge von Gott sind. Und deswegen brauchen wir diese Gemeinschaft mit Gott. Deswegen geht ins Gebet, geht, zieht euch zurück, geht ins Kämmerlein oder wo auch immer euer Kämmerlein ist, dass ihr einfach diese Gemeinschaft mit Gott habt und erkennt, ihr seid geliebt, dass ihr erkennt, es ist alles gut in Gott, dass ihr erkennt, ich brauche nicht mich anstrengen, sondern Gott will mich verwandeln und ich schaue auf ihn und sehe seinen Charakter. Und wenn ich schaue, wie Jesus ist, dann sehe ich seinen Charakter und werde verwandelt in das, wie er ist. Und dann wird der Glaube auch Spaß machen, dann wird er nicht religiös oder verliert seine Religiosität. Und dann, ja, werdet ihr auch Dinge tun, die nicht in der Bibel stehen, aber ihr werdet wissen, es ist die Wahrheit, weil ihr von Gott selbst die Antwort habt, weil ihr von Gott selbst die Anleitung habt. Und dafür möchte ich einfach beten. Vater, ich danke dir. Ich danke dir, dass wir dir vertrauen dürfen, dass dein Wort uns wirklich, ja, unseres Fußes Leuchte ist, dass dein Wort uns wirklich festmacht in dir, dass wir wissen, wir sind erlöst, dass wir wissen, wir sind Kinder Gottes, dass wir die vielen Dinge, die wir wissen sollen, auch wissen, Herr. Aber Herr, du hast viel mehr für uns bereitet. Du willst nicht nur, dass wir über Wasser gehen, sondern dass wir erkennen, wann wir übers Wasser gehen und größere Dinge tun, als du getan hast, Herr. Weil du willst Gemeinschaft mit uns, du willst mit uns reden, du willst uns anleiten. Herr, und es geht nicht, dass wir irgendwas demonstrieren, dass wir groß tun, sondern es geht darum, dass dein Name verherrlicht wird, dass deine Liebe sichtbar wird hier auf Erden, dass die Erde, ja, verwandelt wird durch deinen Geist, durch deine Liebe, durch deine Kraft, Herr. Wir wollen dich verherrlichen, wir wollen dich ehren, dich loben
Und Herr, wir wollen dich erkennen als unseren Schöpfer, unseren Heiland und sind gespannt, was du mit uns vorhast. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen.